Hallo und herzlich willkommen zu Overwatch, zu der 18. Folge, denke ich. Vielleicht irre ich mich auch. Und wieder auf das 2. Yay! Letzte Runde, letztes Overwatch war sehr interessant. Ich nehme das Ganze am Stück auf, deswegen kann ich noch nicht sagen, wow, war die kontrovers, oder? Ja, war doch sehr offensichtlich. Auf jeden Fall steht es hier 4 zu 9 für die Tees. Und unser The Suspect ist mal wieder an der Tabellenspitze vom gesamten Game. Und ja, wir werden mal gucken, was für ein Schauspiel The Suspect uns liefert. Offenbar inspiziert er gerade diese Textur. Ich weiß nicht, ob er diese Textur für gut befunden hat oder nicht, aber er scheint sein Urteil gefällt zu haben. Next Level Flashbang. Obwohl die gar nicht so schlecht war. Jetzt werden die nächsten Texturen untersucht. Er hat sich offenbar noch nicht entschieden, ob die Texturen gut sind oder nicht. Oder er stellt seinen Hex ein. Das könnte auch sein. Das weiß ich nicht. Vielleicht sieht er nicht genug durch seinen Wallhack. Kann sein. Weiß ich nicht. Er ist sich auch ziemlich sicher, dass keiner durch die Tür kommt, so wie es ausschaut. Jetzt ist ihm aufgefallen, dass es vermutlich gesehen. Und den hört er. Offenbar nicht. Was ist mit ihm los? Ist seine Maus kaputt oder was? Ich glaube, seine Maus. Hä? What the fuck? Was war das? Das war sehr verwirrend. CD-Smoke. Und Seitenwechsel. Und die macht jetzt nicht so viel Schaden. Kiwi Down von Flamingo. Weiß ich nicht, ob er den wirklich gehört hat. Also ich habe ihn nicht gehört. Die Flash war scheiße. Aber ich bin noch kein Das-2-Spieler und achte nicht komplett auf alles. Also vergebt mir, das werde ich ihm mal nochmal durchgeben lassen. Also den hat er anscheinend auf jeden Fall gehört. Und der ist bekannt. Und er wird gegrieft von Violet. Dieses blöde Miststück. Vierteilt sie. Verbrennt sie. Oh. Oh. Also. What? Da hat er kassiert. Aber haben seine Dudes noch geholt. Und er carried seine Dudes mittlerweile ziemlich gut weg. Oh, er hätte da so den Move des Todes spielen können. Bis jetzt weiß ich nicht. Ich bin noch nicht überzeugt von Wallhack etc. Er ist halt auch geschenkt. Also in den Katakomben der USP-Kill. Also der. Der war ganz. Was? Die haben eine AWP. Maka rennt da raus und schenkt ihm den Kill. Also daran kann ich bis jetzt nichts sehen. Ach nee, die haben gar keine AWP. Sorry, ich
bin dumm, ich habe auf das falsche Team geguckt. Die haben nur eine Scout. Ich habe mich schon gewundert, dass sich die AWP so komisch anhört. Die Tiere sind lang gefangen und wahrscheinlich werden wir noch nicht mehr Action von. Oh, Violet, komm, stech ihn an. Ja, kann ich jetzt auch nichts dran sagen, muss ich ehrlich zugeben. Also, die Tees sind halt einfach zu schlecht. Heron wurde angeschossen. Diesmal Kiwi. Pusht hier raus, diesmal. Oh, ein Lever oder so. Er hat. Nee. Nee. Jetzt hat er nur eine Pistole. Was? Das war's schon? Ich werde das Urteil vertagen und mir das gleich nochmal in Ruhe angucken. Vom Bauchgefühl raus bin ich mir gerade nicht schlüssig. Er ist ein bisschen shady. Also ein bisschen komisch spielt er schon. Muss aber nicht von Haggis herrühren und so weiter. Also erstmal bin ich mir nicht sicher, ob ich ihm Wallhack oder ein Aimer geben soll. Bei beiden bin ich mir nicht sicher. Bei Griefing und anderweitigen Hacken müssen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden. Also gegrieft hat er auf jeden Fall nicht, auch wenn seine, ich glaube, es war seine erste Runde, sehr strange war. Dass da auf einmal seine Maus kaputt war oder was auch immer. Und ansonsten muss ich mir das nochmal in Ruhe angucken. Also schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr zu dem Typen sagt. Ich würde ihm tatsächlich, bis jetzt tendiere ich eher zu Wallhack, aber kein Aimer. Aber was sagt ihr dazu? Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Weil ich euch gesagt habe, dass ihr das tun sollt. Und das tut ihr natürlich, weil ihr so nett seid. Außerdem freue ich mich über Feedback, wie schon in vielen, vielen anderen Folgen erwähnt. Schaut doch auch bei der nächsten Folge Overwatch vorbei oder guckt in die letzten Folgen Overwatch, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich mache auch andere Videos außer Overwatch, auch die dürft ihr gerne angucken. Verbiete ich euch nicht. Und ansonsten sage ich Cheerio. Bis dann und tschüss.